Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es noch einmal um das Thema Pointer in C, um den Teil 2. Und zwar hatten wir beim letzten Mal ja eine Aufgabe. Ich gehe mal direkt in die Aufgabe. Und zwar sollten zwei Integer-Variablen definiert werden, i und j. Und diesen Variablen i und j sollen Werte zugeordnet werden. Und dann sollten zwei Pointer auf Integer-Variablen definiert werden und diese Pointer sollen dann eben auf diese beiden Variablen zeigen. Und anschließend im dritten Schritt sollte man die beiden Werte der Variablen addieren und zwar nicht, indem man sagt i plus j, sondern letztendlich über die Pointer geht. Gut, und heute möchte ich einmal eine mögliche Lösung dafür zeigen. Ich rufe direkt mal den Compiler auf und wir definieren zunächst einmal zwei Variablen, die Variablen i und j. Und wir können auch sofort die Pointer definieren, die wir brauchen. Und zwar ein i-Pointer nenne ich den mal. Und der i-Pointer soll ein Pointer sein, das heißt, wenn man den dereferenziert, dann gibt er eine Integer-Variable zurück, einen Integer-Wert zurück. Das heißt, da muss ein Sternchen davor und genauso ist das mit dem J-Pointer auch. Okay, wir haben also die beiden Variablen definiert, i und j und entsprechend zwei Pointer auf Integer-Variablen, i-Pointer und j-Pointer. Gehen wir weiter runter und dann können wir die Werte auch gebrauchen. Und zwar werden wir erstmal den Variablen i und j Werte zuweisen. I soll beispielsweise mal gleich 3 sein und j ist gleich 4. Und nun müssen wir die Pointer-Variablen definieren, entsprechend mit Werten belegen, und zwar der Pointer, der i-Pointer soll die Adresse von i enthalten. Adresse ist das Unzeichen. Das heißt, wir weisen dem i-Pointer die Adresse der Variablen i zu und dem j-Pointer die Adresse der Variablen j. So, und jetzt können wir schon das Ergebnis ausgeben. Das heißt, wir können schreiben printf und dann schreiben wir die Summe. Hoppla, da fehlt eine Klammer. Die Summe von i und j ist gleich. Und dann schreiben wir hier Prozent D und dann könnte man jetzt theoretisch hinschreiben i plus j, aber das war ja nicht die Aufgabe, sondern wir sollen das über die Pointer machen. Das heißt, wir nehmen den Inhalt des i-Pointers, also den Inhalt der Variablen, auf die der i-Pointer zeigt, und addieren dazu den Inhalt der Variablen, auf die der J-Pointer zeigt. Klammer zu. Hier unten hatte ich schon ein Getcher vorbereitet. Und das sieht, glaube ich, soweit gut aus. Ich kompiliere das Ganze einmal. Das Kompilieren funktioniert auch. Ich lade das Ganze mal auf den Emulator. Und dann werde ich dann das Programm mal starten und siehe da, die Summe von i und j ist gleich 7. Das heißt, ich scroll das mal runter, so, sehen kann, wir haben also der Variable i den Wert 3 zugeordnet, der Variable j den Wert 4. Und dann haben wir die Adresse der Variablen i in der i-Pointer-Variable gespeichert, die Adresse von j in der Variablen j-Pointer und dann haben wir
über den String, die Summe von i und j ist gleich %d. Die Summe ausgegeben, indem wir den i-Pointer genommen haben. Der i-Pointer zeigt ja auf die Variable i. Und dann mit dem Sternchen dafür gesorgt haben, dass nicht die Adresse angezeigt wird, sondern der Inhalt der Adresse. Also der Inhalt der Variablen i. Das gleiche mit dem Inhalt der Variablen j. Die beiden Werte haben wir addiert und werden dann statt des Platzhalters hier oben eingesetzt.